Ja, hallo und herzlich willkommen bei der Live-Show des Schönfelder Contests, das große Online-Volte-Event 2020. Wir freuen uns, euch heute die ganzen Videoeinsendungen zu präsentieren. Wir haben insgesamt 11 Einsendungen erhalten, die wir euch jetzt nacheinander vorstellen und auch ein bisschen was dazu erzählen. Kurz vorab, mein Computer ist ein kleines bisschen überlastet mit den ganzen mit drei Skype-Gesprächen und den ganzen Videos, die dann laufen. Sollte es sein, dass das Bild auf einmal dunkel wird, dann heißt das, mein Computer ist abgestürzt und muss neu gestartet werden. In dem Fall einfach 2, 3 Minuten Geduld haben, dann sind wir wieder live. Aber ich klopfe mal auf Holz und hoffe, dass wir da problemlos durchkommen, ohne dass irgendwelche technischen Schwierigkeiten auftreten. Ich darf euch meine Co-Moderatoren vorstellen. Da haben wir einmal den Leo Laschet von der Stiftung Deutscher Hi, Voltigiersport. Hallo hallo Marc, Leo. grüß dich. Und dann haben wir die Resi vom Voltigierzirkel. Hi Resi. Hallöchen. Ja, und deswegen, wir begrüßen euch alle recht herzlich. Zunächst mal Ladies first. Resi, mach den Anfang. Ja, auch im Namen des Voltigierzirkels ganz, ganz herzlich willkommen hier zum großen Online-Volti-Live-Event, dem Schönfelder Contest. Lange, lange angekündigt über alle diversen sozialen Medienkanäle. Ich hoffe, dass wir heute im Laufe des Nachmittags ganz, ganz viele Voltigier-begeisterte Menschen hier versammeln können, um gemeinsam diesen Tag, diesen Nachmittag, diese besondere Aktion zu zelebrieren. Und Marc hat es eben schon angekündigt, sollte es technische Schwierigkeiten geben, der Leo und ich, wir werden im Hintergrund trotzdem immer aktiv sein und werden euch im Chat auf dem Laufenden halten, wenn es irgendwie zu Verzögerungen kommen sollte. Aber wir gehen jetzt einfach mal vom Besten aus und hoffen, dass wir hier einen reibungslosen und unterhaltsamen Nachmittag gemeinsam genießen dürfen. Leo. Ja, vielen Dank, Resi. Ja, ich begrüße euch auch recht herzlich im Namen der Stiftung Deutscher Voltigiersport hier in der Runde. Wir hatten, nachdem uns die Corona-Krise ja nun sportlich ziemlich lahmgelegt hat in diesem Jahr, uns überlegt, was machen wir denn stattdessen? Irgendwas muss man machen. Die Gruppen liegen brach. Und deswegen wollten wir euch gerne eine Möglichkeit geben, euch ein Ziel zu setzen, was Motivierendes zu machen und vielleicht auch die anderen wieder damit zu motivieren. Dass es uns jetzt fast wieder genauso wie im Frühjahr beutelt, das war ja nicht abzusehen, aber naja, man konnte es ahnen. Aber im Moment rasen wir gerade mit Geschwindigkeit in genau dieselbe Situation, die wir im Frühjahr schon hatten. So, und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass sich eine ganze Reihe von Gruppen dran gemacht haben und teilgenommen haben an unserem Schönfelder Contest, unserem Online-Voltigier-Event 2020. Ein Versuch, denn wir haben sowas natürlich auch noch nie gemacht, deswegen sind wir alle ein bisschen kribbelig, logischerweise, wie es wohl laufen wird heute, und freuen uns, dass wir zu unserer Ausschreibung insgesamt tatsächlich 11 Beiträge bekommen haben. So, und was ist das eigentlich jetzt, dieser Schönfelder Contest? Denke, ich sollte einen kurzen Satz zu dem Namen Schönfelder sagen. Wolf-Dietrich Schönfelder ist ein Mensch gewesen, der leider schon seit fast 20 Jahren nicht mehr lebt, aber der das Voltigieren sehr geliebt hat und der als Pädagoge unseren Sport ebenfalls genauso geliebt hat, weil sie sagt, Gruppensport, so wie er bei uns betrieben wird, das ist motivierend, das ist mit dem Pferd als großer Motivator und mit den altersübergreifenden Gruppen einfach die Sache, gemeinsam als Gruppe zu wachsen, Freude zu haben, motiviert zu sein, etwas gemeinsam zu tun. Und genau das war der Aufhänger für unseren Wettbewerb, für diesen Schönfelder Contest. Und dazu gab es drei Kategorien. Und die erste Kategorie, die wir ausgeschrieben hatten, war das Thema Gemeinsam sind wir stark. Unser Ziel für dieses Jahr. Wir hatten euch gebeten, ein Drehbuch zu schreiben, einen Clip zu produzieren und dieses Thema umzusetzen. Das ist also unser erstes Thema in diesem Schönfinder Contest. Und jetzt gehen wir mal gleich weiter, Resi, zum zweiten Thema. Genau, Thema Nummer 2, gemeinsam mit dem Pferd, unser Pferd im Mittelpunkt, alle für einen. Da geht es vorrangig um die Versorgung und Bewegung eures Pferdes, die ja im Frühjahr angesichts der Lockdown-Situation schon einmal schwierig war und sich jetzt sicherlich auch in den nächsten Wochen wieder als etwas schwieriger herausstellen wird. Und wir haben euch darum gebeten, euch an
uns an euren kreativen Ideen teilhaben zu lassen, wie ihr euer Pferd in dieser Situation fit und bei Laune haltet. Und vielleicht ist da jetzt heute Nachmittag auch die ein oder andere spannende Anregung für euch als Zuschauer mit dabei. Ja, und dann das dritte Thema. Da Voltigierer ja bekanntlichermaßen sehr kreativ sind, hier ist unser drittes Thema, ein offenes Thema, kreativ sein als Gruppe. Ideen haben wir immer, auf sowas kommt ihr nie. Und das war vollkommen frei gestellt, wie ihr dieses Thema umsetzt. Wie immer gibt es keine Grenzen und ihr werdet es wahrscheinlich auch in den Beiträgen nachher sehen, es gibt keine Grenzen dafür. Ja, das sind unsere drei Themen, zu denen ihr Beiträge einreichen konntet. Marc war derjenige, der als technischer Betreuer sozusagen alle Eingänge verzeichnete. Und ja, Marc, da hattest du auch so deine Erlebnisse. Ja, es war teilweise etwas abenteuerlich, was ich eingeschickt bekommen habe. Musste dann auch bei fast allen nochmal rückfragen, um da entsprechende Änderungen zu bekommen. Aber im Großen und Ganzen hat es soweit funktioniert. Einige Videos waren leider im Hochkantformat. Da muss ich gleich auch ein bisschen zaubern, dass man die vernünftig präsentieren kann im Livestream. Ursprünglich hatten wir ja auch vorgehabt, diese Live-Show bei mir zu Hause zu drehen, vor einer richtigen Kamera, statt im Skype-Gespräch. Aber halt die steigenden Infektionszahlen haben uns halt dazu gezwungen, dass wir jetzt hier über Skype verbunden sind und hoffen wir, dass das alles funktioniert. Wir haben die Videos auf jeden Fall alle soweit vorbereitet, dass wir sie zeigen können. Ja, und wir hatten insgesamt 11 Beiträge, die wir bekommen haben. Genau. Und jetzt zu den Themen, die wir dran hatten. Dabei waren ja auch ein paar Belohnungen ausgeschrieben, also quasi Preise für die in Anführungszeichen besten Teilnehmer, wobei Beste sehr schwierig zu beurteilen ist. Das ist uns allen klar. Bei so viel Kreativität und so viel verschiedenen Ideen, die er entwickelt, war das eine Sache, die mit Sicherheit nicht einfach war. Es wurde insofern etwas einfacher, da durch die 11 teilnehmenden Gruppen, die hier dabei sind, quasi in jeder Kategorie auch ein Preis leicht zu vergeben war. Denn wir hatten ausgeschrieben, dass es Preise geben soll für L-Gruppen, M-Gruppen und Doppel, und zwar in jedem der Themenbereiche, die ausgeschrieben sind. Und da geht es um Lehrgangspreise. Ja, deswegen kann man jetzt schon vorneweg sagen, es gibt fast eigentlich nur Gewinner in diesen Tagen hier. Insofern eine relativ gute Ausgangslage für alle, die mitgemacht haben. Resi, wie sieht es denn bei dir aus zu den Themen? Was hat dich denn persönlich mal so am meisten angesprochen zu den Themen? Ja, also ich fand natürlich schon die dritte Kategorie mit dem Kreativsein, die fand ich am vielversprechendsten. Da habe ich tatsächlich mir viel erhofft, viel erwartet und bin auch tatsächlich nicht enttäuscht worden, würde ich sagen. Wir haben ja vergangene Woche die große interne Sichtung gehabt und uns die ganzen Einsendungen angeschaut. Und da waren schon wirklich ein paar Beiträge dabei, wo ich nur sagen kann, holla die Waldfee, schnallt euch an, das wird noch lustig heute Nachmittag. Also das war tatsächlich so mein bisheriges Highlight und ich bin mal gespannt, was da heute im Laufe des Nachmittags noch so alles dazu kommt. Marc, unabhängig mal von der Technik, du hast ja die ganzen Sachen als Erster gesehen. Ja. Wie war denn so dein erster Eindruck? Ja, ich fand es auch sehr faszinierend, was wir da in Beiträgen reinbekommen haben. Teilweise sehr hochwertige Produktionen, wo ich schon gedacht habe, wow, das ist so professionell geworden, hätte ich nicht erwartet, aber die Voltigierer überraschen uns halt immer wieder und das haben wir auch jetzt hier bei den Videobeiträgen gesehen. Noch kurz ab, es wird auch ein Zuschauervoting geben nach dem Ende des Livestreams. Das heißt, ihr könnt auf meinem YouTube-Kanal im Community-Tab dann abstimmen, welcher der eingesendeten Beiträge euch am besten gefallen hat. Und da werden wir dann nächste Woche Sonntag auch um dieselbe Zeit nochmal ein bisschen Resümee ziehen, wie die Sendung so gelaufen ist, wie der Wettbewerb an sich so gelaufen ist und werden dann auch den Gewinner des Zuschauervotings nochmal präsentieren und entsprechend ehren. Super, Marc, vielen Dank. Ja, da bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als die Spannung jetzt ein bisschen zu lösen und in die Beiträge zu gehen. Wir kommen zum ersten Thema. Gemeinsam sind wir stark. Unser Ziel für dieses Jahr hieß das Thema. Und da konntet ihr euch ein Ziel setzen,
was ihr in der Corona-Pandemie denn in diesem Jahr anfangen wollt oder mit diesem Jahr anfangen wollt. Was könnt ihr in diesem Jahr noch gemeinsam machen und erreichen? Das muss also nicht unbedingt rein sportlicher Natur sein. Das könnte also alles sein, was die Gruppe oder das Doppelteam zusammenhält. Infolgedessen sind auch mit Sicherheit die drei kommenden Beiträge, die wir sehen werden, sehr unterschiedlich. Also sind wir gespannt auf diese erste Runde mit diesen ersten drei Teilnehmern. Ja, wie läuft das Ganze jetzt ab? Fast alle Gruppen haben uns ein kleines Intro produziert. Das heißt, ein Intro, wo sie sich selber vorstellen. Und deswegen werden wir jetzt gleich mit der ersten Gruppe beginnen zu diesem ersten Thema. Gemeinsam mit Wir Stark gucken wir uns an, wer als erster Teilnehmer hier dabei sein wird. Ja, und das ist der RV-Marschteil Weimar 2 und das Vorstellungsvideo präsentieren wir euch jetzt. Also die Gruppe aus Weimar, die sich hier vorgestellt hat. Und wir sind jetzt mal gespannt auf Ihren Beitrag zum Thema Gemeinsam sind wir stark. Genau, und den Beitrag, den präsentieren wir euch jetzt. Wir sind die Voltigiergruppe aus Weimar mit unserem Pferd Aaron. Wir sind Kinder und Jugendliche zwischen 11 und 22 Jahren und turnen in Thüringen erfolgreich auf L-Niveau. Wir trainieren zweimal in der Woche in unserem Stall und im Winter zusätzlich einmal in der Woche in der Turnhalle. Unsere größten Erfolge waren bisher der Landesbestentitel und die Teilnahme am L-Team Cup. Neben dem Training machen wir viele lustige Aktivitäten zusammen, wie zum Beispiel Schlittschuhlaufen. Jump House und vieles weitere. Wir haben immer super viel Spaß zusammen als Team. Unser Pferd kann leider verletzungsbedingt nicht mehr mit uns in den Zirkel laufen. Da wir ihm diese starke Belastung nicht mehr zumuten wollen, entlassen wir ihn in den wohlverdienten Ruhestand. Leider sind die finanziellen Mittel von unserem Verein begrenzt, sodass wir auf Spenden und Fördergelder angewiesen sind. Da wir in den vergangenen Jahren und auch aktuell viele Spendenaktionen realisieren konnten, war das Geld nicht mehr unser größtes Problem. Auch für unser nächstes Pferd waren einige Aktionen geplant und auch in der Vorbereitung. Doch dann kam Corona und alles fiel ins Wasser. Nun war guter Rat teuer, denn wie sollten wir Geld sammeln, wenn alle sozialen Kontakte verboten wurden? Hier kam Daniel Vogt ins Spiel von der Freiwilligen Feuerwehr Sömmerda und dem Verein Run for Kids. Der Verein setzt sich für das Kinderhospiz in Tambach-Dietharz ein und unterstützt Jugend- und Kindervereine. Schon im vergangenen Jahr sind wir durch private Kontakte mit einem Showauftritt ein Teil des Sömmerda Feuerwehrfestes gewesen. Dieses Jahr wurde ein Virtual Run von Run for Kids für uns organisiert, um Spenden zu sammeln.
Somit verlief unser Jahr 2020 ganz nach dem Motto: Gemeinsam sind wir stark. Wir sind Run for Kids sehr dankbar, dass sie uns unterstützt haben. Gleichzeitig war es für uns selbstverständlich, dass wir den Verein auch dabei unterstützen, Geld für das Kinderhospiz zu sammeln. Und so liefen wir natürlich auch für sie bei einem großen Spendenlauf mit. Zwei Vereine, die eigentlich nicht viel miteinander zu tun haben, hatten jedoch das gleiche Ziel vor Augen, nämlich den anderen zu unterstützen, wo man kann. 3. Ja, das war der Beitrag der L-Gruppe aus Weimar. Herzlichen Dank an die Mädels von dort. Es war wirklich eine tolle Idee, was er da zusammengebaut hat. Aber ich sag ja, Voltigierer sind wie immer kreativ ohne Ende. Das war der Auftakt in unseren Schönfelder Contest mit dem ersten Thema. Genau. Ja, und der zweite folgt gleich. Resi, ich gebe mal an dich. Wir machen direkt weiter mit unserer nächsten Einsendung. Und zwar ist das Team Löwenstedt gewesen. Und auch die haben uns zunächst einmal zur Vorstellung einen kleinen Trailer zu sich mitgeschickt. Und den schauen wir uns jetzt erstmal an. Okay, Film ab. Wir, das L-Team des Reitclub Blau-Weiß Löwenstedt aus dem Landesverband Schleswig-Holstein, möchten die Chance nutzen und an eurer Online-Veranstaltung teilnehmen. Wir haben unsere Ziele für die kommende Saison auf einem Vision Board festgehalten. Im Fokus steht hierbei die Teilnahme am DVP der L-Gruppen. Das war auch schon für diese Saison unser Ziel, dieser konnte ja leider nicht stattfinden. Um uns euch ein wenig näher vorzustellen, haben wir euch ein kleines Video aus unserem Training zusammengeschnitten. Viel Spaß! Viel Spaß. Entschuldigung, lacht ihr einfach alle? Ja, lächeln. Hey, du sollst nicht Krimi gucken. Was wollte ich denn da sagen? Oh, Mann, das war so gut, Kalle. Einmal nach, das schaffen wir nach. Stopp. Möchten die Chance nutzen und an eurer anderen... Das war auch schon für die letzte Saison unsere Ziel. Sorry. Dieser konnte ja leider nicht stattfinden. Oh, Sabrina. Oh Mann, ich war so gut dabei. Dann wird vielleicht mal testen, ob der Ton funktioniert. Ja. Sehr gut. Ich so, um uns euch. Ja, 3. So, das war die Vorstellung vom Team Löwenstedt. Sehr authentisch auf jeden Fall. Ich finde das immer sehr schön, wenn man das nicht alles so perfekt und glatt gebügelt einsendet, sondern wenn das ruhig auch so ein bisschen Ecken und Kanten hat. Und jetzt sind wir einfach gespannt, was als Beitrag von dem Team gekommen ist und schauen uns die Sache an. Ja, Video-Outtakes sind immer besonders witzig anzusehen. Freuen wir uns jetzt auf die Show. Der Film läuft jetzt.
3. Ja, das war das Team Löwenstedt 1 mit ihrer Interpretation des Themas Gemeinsam sind wir stark. Auf jeden Fall eine sehr hochwertige Produktion. Und das waren dann auch tatsächlich an der Stelle schon die Beiträge der L-Gruppen. Wir haben aber tatsächlich auch noch eine Einsendung von einer M-Gruppe bekommen und die ganze wird vorgestellt vom lieben Leo. Ja, danke Resi. Es geht weiter mit der M-Gruppe vom Schimmelhof Bremen. Und die haben uns auch einen Trailer geschickt, in dem sie sich selbst vorstellen. Ja, und den Trailer, den Hallo, sehen wir jetzt. Hallo, wir begrüßen euch ganz herzlich auf unserem Hof in Bremen. Wir fangen jetzt mit einer kurzen Vorstellung an. Viel Spaß. Ich bin Leonie, ich bin 15 Jahre alt. Ich voltigiere seit 10 Jahren. In der Kür bin ich Halter und Turner. Und meine Stärken sind Rückwärtsschwingen und Übungen auf der Gruppe. Hallo, ich bin Thalea. Ich bin 18 und voltigiere seit ungefähr 8 Jahren. Meine Stärken in der Pflicht sind Mühle und Stehend. In der Kür bin ich Steherin. Hallo, ich bin Ava, ich bin 13 Jahre alt. Ich voltigiere seit 7 Jahren. Ich war Obermann und bin jetzt Turnerin. Meine Stärken in der Pflicht sind Stehen und Vorwärts. Ich bin Leonie, ich bin 16 Jahre alt und ich voltigiere schon seit 2010. Ich bin in der Kür Halter und Turner. Meine Stärken sind da Saltis und Flickflacks. In der Pflicht bin ich ganz gut in Vorwärtsschwingen. Ich bin Lea, ich bin 13 Jahre alt. Ich voltigiere seit ungefähr 7 Jahren. Ich bin Obermann und in der Pflicht sind meine Stärken Schwingen und Aufgaben. Und zusammen sind wir Team Schimmelhof 2. Jetzt wisst ihr, wer die Voltigierer vom Schimmelhof Bremen sind, aus der M-Gruppe. Und jetzt sind wir mal gespannt, was sie zu dem Thema Gemeinsam sind wir stark als ihre Ziele für dieses Jahr gesetzt haben. Ja, und den Beitrag sehen wir jetzt. Viel Spaß dabei. Hallo, wir sind das Team 2 vom Schimmelhof in Bremen und wir haben auch ein Video gemacht zu dem Thema Gemeinsam sind wir stark, unser Ziel als Gruppe für dieses Jahr. Wir haben aber nicht ein großes Ziel, sondern kleinere Ziele und zeigen euch das in diesem Video und haben sozusagen jedes Ziel so ein bisschen einzeln einmal kurz vorgestellt und dann seht ihr diesen Ist-Zustand bzw. den Zustand, wie wir halt, also aus dem wir besser werden wollen. Und zur kleinen Orientierung und zum ersten stellen wir vor, dass wir unsere Kühe ein bisschen flüssiger machen wollen, als zweites mit dem Pferd enger zusammenwachsen, als drittes die Pflicht verbessern, als viertes gibt es ein Einzelschicksal und als fünftes haben wir, dass wir als Team nochmal enger werden, weil wir durch Corona uns natürlich auch nicht treffen konnten. Wir wünschen ganz viel Spaß dabei. Hallo, ich bin Ava. Ich bin seit 2018 im Team. Unser gemeinsames Ziel ist, dass unsere Kühe bis Ende dieses Jahres harmonischer verläuft. Wir hatten dieses Jahr ein paar Problemchen, zum Beispiel erstens, dass wir ein neues Pferd hatten, was sich erstmal an uns gewöhnen musste. Zweitens, dass Thalea einen Kreuzbandriss hatte und lange nicht mitstarten konnte oder mit trainieren konnte. Und drittens, dass Corona war und wir uns nicht treffen konnten. Ich bin Leonie, ich bin seit Ende 2018 im M-Team und mein Ziel bis zum Ende des Jahres 2020 ist mit unserem neuen Pferd Finn, der gerade neu ins Voltigieren reingestartet hat, noch einiges zu erleben, als Team besser mit ihm zusammenzuwachsen, noch ein bisschen Spaß mit ihm zu haben und dann können wir vielleicht nächstes Jahr schon auf einige Turniere mit ihm gehen. Hallo, ich bin Finn. Ich bin neu im Team seit Ende 2019 und ich komme eigentlich auch gar nicht aus dem Voltigiersport, aber genau, ich bin jetzt auf jeden Fall hier und ich freue mich auch sehr darüber. Ich bin halt noch neu und auch sehr unerfahren, muss das deswegen auch erstmal alles angucken. Deswegen läuft das auch alles noch ein bisschen langsamer mit den Mädels und die mussten auch auf jeden Fall ein bisschen zurückstecken, weil sie sich halt meinem Tempo angepasst haben und das finde ich auch richtig toll. Ich bin Leonie, ich bin seit Ende 2015 im Team und unser Ziel als Gruppe ist es, unsere Pflicht für dieses Jahr noch weiter zu verbessern. Hallo, ich bin Thalea, ich bin schon ziemlich lange im Team, wahrscheinlich ungefähr seit 2015.
Und ich habe mir leider letztes Jahr das Kreuzband gerissen, weswegen ich natürlich eine OP hatte und dann ziemlich langen Anlauf, aber jetzt auf jeden Fall wieder beim Training dabei. Deswegen ist mein Ziel bzw. unser Ziel mit dem Team, dass ich da auch wieder richtig reinwachse und dass ich da auch wieder mehr mit der Pflicht mache und wieder die richtige Technik finde, weil es schon, man merkt schon, wenn man ja raus ist. Aber ich freue mich auf jeden Fall richtig doll, wieder dabei zu sein. Und ich würde mich auch sehr doll darüber freuen, direkt mit einem Lehrgang starten zu können. Ich bin Lea, ich bin seit Ende 2018 in der M-Gruppe. Aufgrund von Corona konnten wir erst gar kein Training machen. Und als wir wieder Training hatten, konnten wir halt ein bisschen was machen, nicht viel. Und ich hoffe, dass wir als Gruppe jetzt wieder mehr machen und mehr zusammen unternehmen. Ja. Nee, das eine Bein muss weiter runter. Welches? Das linke. Lea, wie sollst du Zopf gemacht? Fußspitzen. Weiter unten. Ja. Der hin, Freunde, der hin. Hallo, wir sind jetzt im Auto. Talia fährt. Genau. Und jetzt geht's los. Aber ein bisschen Schiss. Aber wir nicht. Ja, ein herzliches Dankeschön an die Voltigierer vom Schimmelhof in Bremen. Auf jeden Fall ganz interessante Koordinationsübungen mit den Zahnbürsten. Das habe ich auch noch nicht gesehen, aber das sollte man in jedes Programm aufnehmen, habe ich den Eindruck. Ja, ab und zu fällt man auch mal ins Wasser. Aber das ist ja toll, die sind ja im hohen Norden untergebracht. Und von daher ein Gruß von ganz oben im Norden von den Voltigierern vom Schimmelhof. Wir kommen jetzt schon zum Ende dieser ersten Runde, denn das war das Thema Gemeinsam sind wir stark und gehen zum zweiten Thema über. Und das wird uns Resi einführen. Genau, Thema Nummer zwei. Vorhin haben wir es schon mal kurz angesprochen. In dieser zweiten Themenkategorie geht es um unseren wichtigsten Partner, nämlich unsere lieben Pferde. Gemeinsam mit dem Pferd, unser Pferd im Mittelpunkt, alle für einen, ist der Titel dieser Kategorie. Auch in dieser Kategorie haben uns drei Beiträge erreicht. Der erste Beitrag ist vom Team Weilburg und auch das Team Weilburg hat uns zum Einstieg zum Warmwerden einen kleinen Trailer gesendet und den zeigen wir euch jetzt. Jawohl, Film ab! Ich bin Maud, 51 Jahre alt, Trainer und Longenführer der Gruppe. Unser Pferd, Fürst Chestnut, ist ein 8-jähriger, 1,80 Meter großer Hannoveraner Wallach. Ich bin Sabrina, 39 Jahre alt und der Ersatzmann an der Longe. Ich bin Chiara, 24 Jahre alt, schon immer mit dabei und die Omi im Team. Ich bin Juliette, 21 Jahre alt und von Anfang an dabei. Ich bin Celia, 20 Jahre alt und seit Anfang 2019 im Team. Ich bin Tamara, bin 17 Jahre und gehöre zu den Gründungsmitgliedern. Ich bin Maya, 16 Jahre alt und ich gehöre schon zu den Gründungsmitgliedern von Weilburg 1. Ich bin Julian, 15 Jahre alt und seit letztem Herbst im Team. Ich heiße Leni, bin 10 Jahre alt und bin seit fast 2 Jahren in der L-Gruppe. Ich heiße Emma, bin 8 Jahre alt und wollte jetzt seit einem Jahr in dieser Gruppe. Ich bin Jeanette, 21 Jahre alt und persönlicher Fotograf und TT der Gruppe. So, da sind wir wieder. Ja, das war der Trailer vom Team Weilburg und als nächstes folgt der Beitrag zum Thema Unser Pferd im Mittelpunkt und was bei diesem Beitrag die Zweckentfremdung eines Bürostuhls zu tun hat, das werdet ihr im Video erfahren. Es gibt einige witzige Aktionen zu beobachten. Dann spannen wir euch auch nicht weiter auf die Folter und spielen das Video ab. Viel Spaß! Halt.
Ich bin Maut. Kleinen Moment. Ich habe das falsche Video geladen. Aber der Trailer war auch sehr schön. Den könnte man auch... Mit Ruhe und Gemütlichkeit jagst du den Alltag und die Sorgen weg. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas Appetitliches, dann nimm es dir.
Ja, das war der Beitrag vom Team Weilburg. Auf jeden Fall sehr kurzweilig mit einer disco-mäßigen Partymusik. Also ich habe hier schön im Hintergrund mit abgedanced bei diesem wilden Musikmix. Hat mir sehr gut gefallen. Das war, wie gesagt, das erste Team mit einem Beitrag zum Thema Unser Pferd im Mittelpunkt. Und den zweiten Beitrag übernimmt wieder der liebe Leo. Danke, Resi. Und wir kommen zu einem zweiten Beitrag der Mannschaft Schimmelhof aus dem hohen Norden. Die hatten wir schon mal, aber wir werden sie der Vollständigkeit halber nochmal vorstellen. Nämlich jetzt. Hallo, Video wir begrüßen ab. Euch ganz herzlich auf unserem Hof in Bremen. Wir fangen jetzt mit einer kurzen Vorstellung an. Viel Spaß. Ich bin Leonie, ich bin 15 Jahre alt. Ich voltigiere seit 10 Jahren. In der Kür bin ich Halter und Turner. Und meine Stärken sind Rückwärtsschwingen und Übungen auf der Gruppe. Hallo, ich bin Thalea. Ich bin 18 und voltigiere seit ungefähr 8 Jahren. Meine Stärken in der Pflicht sind Mühle und Stehend. In der Kür bin ich Steherin. Hallo, ich bin Ava, ich bin 13 Jahre alt. Ich voltigiere seit 7 Jahren. Ich war Obermann und bin jetzt Turnerin. Meine Stärken in der Pflicht sind Stehen und Vorwärtsschwingen. Ich bin Leonie, ich bin 16 Jahre alt und ich voltigiere schon seit 2010. Ich bin in der Kür Halter und Turner. Meine Stärken sind da Saltis und Flickflacks. In der Pflicht bin ich ganz gut in Vorwärtsschwingen. Ich bin Lea, ich bin 13 Jahre alt. Ich voltigiere seit ungefähr 7 Jahren. Ich bin Obermann und in der Pflicht sind meine Stärken Schwingen und Aufgaben. Und zusammen sind wir Team Schimmelhof 2. So, ihr wisst, um wen es geht. Und jetzt wird das Pferd vom Schimmelhof zu Wort kommen in ihrem zweiten Beitrag, den uns die Gruppe eingereicht hat. Film ab! Hallo, ich bin Finn aus dem Team 2 vom Schimmelhof in Bremen. Im Nachfolgenden seht ihr unser Video zu dem Thema Gemeinsam mit dem Pferd, unser Pferd im Mittelpunkt. Weil wir finden, dass wenn es um das Pferd geht, dass das Pferd auch eine Menge zu sagen hat, haben wir uns überlegt, dass einfach ich euch durch dieses Video leite und ihr die meiste Zeit aus meiner Sicht dieses Video erlebt. Dazu muss man noch sagen, dass ich erst seit Ende 2019 in diesem Team bin und vor allem komme ich auch gar nicht aus dem Voltigiersport. Ich bin aber mehr als froh, dass ich in diesem Team an diesen Voltigiersport rangeführt werde, weil ich einfach merke, wie sich alle meinem Tempo anpassen und ich unglaublich dankbar dafür bin. Bei uns hat sich mehr dadurch verändert, dass ich neu bin, als durch Corona. Deswegen haben wir uns überlegt, dass ihr einfach mal ein Training von uns seht, wie sich alle auf mich einstellen und erstmal vorsichtig touren und mehr Zeit des Trainings ein bisschen mit Spaß, Spiel und vorsichtiges Heranführen genutzt wird, als sozusagen wirklich dann mit Touren, wobei wir dem auch schon einen großen Schritt näher gekommen sind. Natürlich fängt jedes Training erstmal mit der Pferdepflege an. Als nächstes mache sowohl ich mich warm, als auch meine Voltigierer sich, um jegliches Verletzungsrisiko so minimal wie möglich zu halten. Noch schnell einmal klopfen und dann kann das Turnen beginnen. Damit ich keinen Drehwurm bekomme, aber vor allem, damit sich alle meine Muskeln ausbilden, voltigieren wir auf beiden Seiten. Nach getaner Arbeit liebe ich es, mich im Sand zu wälzen. Wir wissen, dass wir einen etwas anderen Themenschwerpunkt gesetzt haben, aber das liegt daran, dass alle Voltigierer noch sehr jung sind und nicht qualifiziert genug,
um mich so richtig fit zu halten, ohne dieses normale Training zu machen. Deshalb haben das zum Glück für uns die Reiter und unsere Trainerin übernommen. Trotzdem wollten wir euch zeigen, wie toll sich um mich gekümmert wird und dass ich bei uns auf jeden Fall immer im Mittelpunkt stehe, egal wann. Was ihr in diesem Video auch nicht gesehen habt, ist, dass ich natürlich auch ganz viel geritten werde. Und ich stehe auch direkt neben dem Heuballen, damit meine Muskeln ganz viele Nährstoffe bekommen, um sich auszubilden. Ich werde viel grasen gelassen und ein Leckerli für mich ist auch immer übrig. Als letztes seht ihr noch kleine Ausschnitte von einem Fotoshooting, weil ich dadurch an das Klicken der Kamera gewöhnt wurde bzw. dieses kennengelernt habe. Wir hoffen, euch hat dieser kleine Einblick in unsere Arbeit gefallen. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir einen Lehrgang gewinnen könnten, weil meine Mädels durch mich alles sehr zurückschrauben mussten. Sie konnten nicht so viel auf dem Pferd trainieren, deswegen würde ich mich für sie und für mich sehr freuen, wenn wir eine professionelle Auffrischung bekommen könnten. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit für unser Video genommen habt. Euer Finn aus Team 2 von der Reitgemeinschaft Schimmelhof in Bremen. Tschüss! So, jetzt wissen wir also, wie Finn vom Schimmelhof in Bremen so tickt und worüber so nachdenkt. Also, tiefe Einblicke in die Pferdeseele. Genau, und Pferdeseele ist eigentlich auch schon ein ganz gutes Stichwort für den nächsten Beitrag. Und zwar haben wir da einen Beitrag von dem Doppel aus Dinkelsbühl-Lohr. Aber bevor wir uns den konkreten Beitrag anschauen, wollen wir euch natürlich auch von diesem Team den Trailer nicht vorenthalten. Also, bitteschön. Ich bin die Vivian, ich bin die Trainerin. Hi, ich bin die Kada und ich bin die Kamerafrau. Hi, ich bin die Anna, die reicht die Kassierer. Hi, ich bin die Katrin und ich bin der Longschenführer. Hallo, ich bin die Hanna und ich bin die Amelie. Und wir sind die Voltigierer. Eigentlich hat mein Opa die Kassierer gezüchtet. Der wohnt in Münster und wir halt in Lohe. Und meine Mama sollte eigentlich ein anderes Pferd abholen, hat dann aber leider die Kassierer eingepackt. Und dann hat mein Papa beschlossen, dass er jetzt halt mit der Spring reitet. Aber dann hat meine Mama festgestellt, dass die ganz gut im Dressurreiten ist. Und dann hat sie beides gemacht. Und dann haben die Hanna und ich uns entschieden, dass wir doppelt starten wollen und haben dann überlegt, mit welchem Pferd. Und da die Kassierer ja eigentlich alles macht, das Springen und Dressur, haben wir uns gedacht, dass die Kassierer sich dafür ja eigentlich auch eignen könnte. Und dann hatten wir 2 Wochen Training und sind dann gleich auf unser erstes Turnier gefahren. Gut. Ja, da sind wir wieder. Da war der Ton am Anfang ein kleines bisschen laut. Den musste ich dann direkt mal runterregeln. Sorry, wem jetzt die Ohren weggeflogen sind. Steht auf jeden Fall nicht die Gefahr, dass man hier einschläft. Genau, also. Das auf jeden Fall nicht. Das war das Intro vom Doppelteam aus Dinkelsbühl-Lohe. Und jetzt schauen wir uns den Beitrag an über ihren vierbeinigen Partner, der wirklich schon eine sehr umfangreiche Geschichte im Pferdesport in allen möglichen verschiedenen Disziplinen hat. Und wie die genau verlaufen ist und wie das Pferd dann letztendlich zum Voltigieren gekommen ist, das schauen wir uns jetzt an. Film ab! Also Kassierer ist eigengezogen von meinem Schwiegervater. Als Kassierer 3 war, hat sie ihr erstes Fohlen bekommen, sollte eigentlich in der Zuchtstute bleiben. Allerdings hatten wir immer junge Pferde zum Reiten bei uns zu Hause in Lohe. Und
Und ja, wie es sich so ergeben hat, hat die Schwiegertochter aus Versehen das falsche Pferd eingepackt und so war dann Kassierer bei uns im Stall. So wurde aus Kassierer, aus der Zuchtstute Kassierer, wurde das Springpferd Kassierer. Als wir dann festgestellt haben, dass sie sich eigentlich auch als Dressurpferd gut eignet, ist sie dann in die Dressur umgestiegen. Zwei Wochen Zeit bekommen, um ein Doppelpferd zu werden. So, mit dieser wunderbaren Hommage ans Pferd beenden wir dann auch tatsächlich schon unsere zweite Themenkategorie, in der es um unsere vierbeinigen Partner geht und gehen direkt weiter zu unserer dritten Kategorie, die der liebe Leo anmoderieren wird. Danke, Resi. Unser drittes Thema kommt zum Zuge. Kreativ sein als Gruppe war das Thema. Und ihr wisst ja, Ideen habt ihr immer und auf sowas kommen manche andere nie. So war das Thema.
Normalerweise seid ihr ja kreativ auf dem Pferd, aber das ist mit der Abstandsregel logischerweise zurzeit etwas schwierig. Also solltet ihr kreativ werden und ein beliebiges Thema in jeder möglichen Form umsetzen und uns das zeigen. Natürlich gibt es hier keine Grenzen, das werden wir auch hier sehen an den Beispielen. Und auch sollte die gesamte Gruppe oder das gesamte Doppel daran beteiligt sein. Jetzt sind wir mal gespannt. 4 Beiträge haben wir bekommen und wir machen den Anfang mit einer Gruppe aus Baden-Württemberg, nämlich aus Münsingen. Die stellt sich jetzt hier gleich vor. So, Film ab. Teddy, unser Goldschatz, macht Gymnastik mit uns und wird mit Massage, Osteopathie und natürlich Äpfeln verwöhnt. Christel, in Klammer Trainer, wenn der Kuchen spricht, haben die Krümel Pause, meistens. Lara hat die Hosen an. Jana ist unser veganer Powerriegel. Kara, unser Leuchtturm im Team, wächst über alle hinaus. Leo, unsere Flexenfrau. Spagat, Brücke, Nadel, kein Problem. Caro kam als Quereinsteiger zu uns und sitzt jetzt mitten im Nest. Annemarie, unser Nesthäkchen, klein aber oho. Mika, unser Hahn im Korb, hat Sophia fest im Griff. Sophia, unser Oldie, trainiert schon eine eigene Moldisiergruppe. Lisa und Maria sind die Powerzwerge. Lavinia liebt auch im Sommer ihre Winterhose. Hanna war mal im Taucheranzug im Training. Jetzt komm, hör auf zu lachen. So, die Voltigierer aus Münsingen haben sich gerade vorgestellt. Sehr abwechslungsreich mit viel drumherum auf der Landesreit- und Fahrschule Marbach. Da sind wir mal gespannt, was diese Truppe uns als L-Gruppe hier zum ersten zu diesem Thema kreativ sein als Gruppe zeigt. Viel Spaß dabei! Ja, und die Gruppe nimmt uns jetzt mit in eine neue Galaxie. Viel Spaß! Von
Genau, da haben uns die Mündinger also in ihre eigene schwäbische Galaxie entführt. Habt ihr gesehen, unter Corona-Bedingungen auf der Tribüne in Marbach, nur familienweise haben sie zusammengesessen, mit großem Abstand dazwischen, richtig gut umgesetzt da. Bin mal gespannt, wie das so sonst überall laufen könnte, wenn man Veranstaltungen hätte. Ja, wir kommen mal zum zweiten Beitrag und da gebe ich weiter an die Resi. Ja, vielen Dank. Genau, Beitrag Nummer 2 kommt vom Team Roggenburg und auch die Roggenburger Voltis haben uns einen kleinen Trailer zum Einstieg produziert und mitgeschickt und auch den halten wir euch natürlich nicht vor, also Film ab. Film läuft. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau im Studio Sala Reize. Roggenburg, eine Kleinstadt in Bayern, kommt ganz groß raus. Am Freitag, den 25. September, ist es unserem Kamerateam gelungen, einige Aufnahmen von den speziellen Nachwuchstänzerinnen zu machen. Ich sehe gerade Schande über mich, ich habe das falsche Video gestartet. Oh mein Gott, brich ruhig mal ab, zeig erst den Trailer. Tada! Habe ich schon. Kleinen Moment noch. That's live, Leute, that's live. Ja, natürlich, ganz klar. Ja, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Knöpfe ich hier bedienen muss, damit das alles so läuft. Aber meine Güte, ich meine, Knöpfe und Hebel, ich bin ja schon immer erstaunt, wenn das auf den Turnieren so läuft, nicht? Mit wie vielen Knöpfen und Hebeln das da zu bedienen ist. Resi, ich glaube, wenn wir alle so viele Knöpfe und Hebel hätten für unsere Veranstaltung, dann hätten wir große Probleme, oder? mit Sicherheit. Ne, also. So, ich hab's, es kann aber losgehen. Marc ist Profi und deshalb geht's jetzt los. Mit dem Trailer. Jo. Your girl so fine, but her breath is like. She says she wanna dance, but she don't know how to. I'm iced out, ooh, looking like a star. Her name is Jenny, ooh, bitch don't have no panties. I'm Steph. Damn, your girl so fine, but her breath is like. She says she wanna dance, but she don't know how to. I'm iced out, ooh, looking like a star. Her name is. So, das war jetzt also erstmal der Trailer vom Team Roggenburg und die einschlägigen Zuschauerinnen und Zuschauer unter euch werden es schon erkannt haben, von welcher Social-Media-Plattform dieser Beitrag inspiriert ist, nämlich TikTok. Und das Ganze zieht sich jetzt auch durch den Beitrag der Gruppe, von dem wir gerade schon mal einen klitzekleinen Sneak-Preview bekommen haben. Jetzt bekommt ihr den komplett zu sehen. Und zwar handelt es sich bei dem Beitrag um eine Nachrichtensendung der ganz besonderen Art. Jo, Film läuft. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau im Studio Sala Reize. Roggenburg, eine Kleinstadt in Bayern, kommt ganz groß raus. Am Freitag, den 25. September, ist es unserem Kamerateam gelungen, einige Aufnahmen von den speziellen Nachwuchstänzerinnen zu machen. Doch scheint es in Roggenburg nicht nur Tänzer, sondern auch einen Zirkus zu geben. Mit verschiedenen kreativen Übungen versuchen sie ihre Können zu zeigen. We'll be right back.
könnte denken, das war schon alles, bis man die Modelszene Rockenburgs entdeckt, in der nicht nur junge Mädchen vertreten sind. Tiefdruckzone über Mitteleuropa sorgt weiterhin für nasses Wetter. Am Dienstag rechnen wir mit Schneefall und Temperaturen von minus 3 bis 0 Grad. In düsteren Tagen zuvor bereitet der Mittwoch ein Ende mit Temperaturen bis zu 35 Grad Celsius. Also packen Sie Ihre Sommersachen noch nicht weg, er kommt wieder. Ja, und das war die Tagesschau vom Team Roggenburg, nicht Robbenburg, sondern Roggenburg. Und das war auch tatsächlich die zweite L-Gruppe mit ihrem Beitrag in dieser Kategorie. Weiter geht's noch mit zwei Beiträgen von M-Gruppen. Lieber Leo, welches Team ist als nächstes dran? Ja, als nächstes gehen wir wieder ins Frankenland nach Dinkelsbühl-Lohe und werden uns angucken, wie diese Gruppe hier ihre Corona-freie Zeit so verbracht hat. Ich bin mal gespannt. Vorher der Trailer. Ja, vorher zeigen wir das kleine Vorstellungsvideo und das starten wir jetzt. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home I was a king, I had a golden throne. Those days are gone. Now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. Ja, und nachdem ihr jetzt wisst, wer im Team Dinkelsbühl-Lohe alles dabei ist, sind wir gespannt auf die vielen alternativen Übungsmethoden, die diese Mannschaft in der Corona-betroffenen Zeit so erfunden hat. Viel Spaß dabei! Und los geht's! Viel Spaß! There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home I was a king, I had a golden throne. Those days are gone. Now the memories on the wall. Stopp, stopp. Da ist gerade wieder der Fehlerteufel losgegangen. Lass es einfach zu Ende laufen nochmal. Nee, jetzt hab ich's. Jetzt geht das Video los. Sleep through the day to sober up. Listen to Coldplay songs. Hide in the words of your favorite mind. Singing, let's go back to the start. Could you love me like we're 17? When we didn't have to be anything but 17. Now we're lost in our memories, but I got a song that brings me back to us again. So you love me like
Love me like we're 17. Who got the power? Liebe Freunde, jetzt wisst ihr, wie die Voltigierer aus Dinkelsbühl-Lohe so den Sommer verbracht haben. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, es gab sehr viele Beweisvideos so von dem, was sie gemacht haben, und die haben das offensichtlich rege ausgetauscht. Also insgesamt eine spannende Maßnahme. Ich bin mal gespannt, wie sie den nächsten Winter damit durchkriegen, ob sie dann nochmal neue Ideen haben. So viel zu diesem dritten Beitrag, die erste von einer M-Gruppe in dieser Runde, und jetzt geht's weiter mit Resi. Genau, weil wir haben noch ein zweites M-Team im Topf sozusagen, die auch einen Beitrag geschickt haben zum Thema Kreativsein und Ideen haben wir immer.
Und zwar ist das das Team aus Wedemark. Und die Wedemarker Voltis haben sich so sehr auf ihren Beitrag konzentriert, dass sie es nicht geschafft haben, noch einen Trailer uns zusätzlich zuzuschicken, sodass wir jetzt auf eine ausführliche Teamvorstellung an der Stelle verzichten müssen, uns aber umso mehr auf den Beitrag an sich freuen dürfen. Bis wir uns den anschauen können, dauert es aber noch einen kleinen Moment aus Ladegründen. Ja, alles gut. Nee, ist doch schon, wow, Marks Internet ist einfach ganz alles fantastisch. Gut. Dann schauen wir uns jetzt den Beitrag an, aber kleiner Disclaimer vorab, da sind einige witzige, schöne Aktionen dabei, die aber aus meiner Sicht nicht unbedingt zum Nachahmen geeignet sind. Von daher Benutzung auf eigene Gefahr, sage ich mal. Gut. Hi ho, dies ist das Video des RVC Wedemark, genau genommen des L- und des M-Teams. Wir zeigen in diesem Video, wie wir durch die Corona-Zeit gekommen sind mit vielen At-Home-Aktionen, solange bis wir zum Ende hin wieder Teamsport initiieren durften. Ja, es war eine verrückte, lustige, manchmal auch sehr frustrierende Zeit. Eine Zeit, die uns trotz der Distanz näher gebracht hat. Ja, wir hoffen, euch gefällt das Video. Es grüßen euch die Voltigierer aus der Wedemark. Stimmt, wenn ich das so sehe. Genau.
So, und das war der Beitrag vom Team Wedemark, die damit auch tatsächlich den offiziellen Teil unseres wunderbaren Schönfelder-Contests beschließen, denn das war der letzte Beitrag in unserer dritten Themenkategorie. Und das ist aber tatsächlich noch nicht alles gewesen. Wir haben nämlich noch eine kleine Überraschung beziehungsweise noch einen kleinen Zusatzbeitrag bekommen, der allerdings außer Konkurrenz laufen wird. Genaueres dazu erfahrt ihr jetzt von Leo. Ja, also wir hatten natürlich ausgeschrieben für L-Gruppen, M-Gruppen und Doppelvoltigierer. Und so war es ja auch bisher mit den 10 Beiträgen, die ihr bisher gesehen habt. Es erreichte uns allerdings auch ein Beitrag einer A-Gruppe. Und im besten Sinne von Wolf-Dietrich Schönfelder, der immer dafür war, motivieren soll das Ganze, haben wir uns das Ding angeguckt und wir haben festgestellt, den dürfen wir euch nicht vorenthalten. Und so werden wir also jetzt außer Konkurrenz noch einen kleinen Clip zeigen, den ihr euch jetzt gleich mal angucken könnt. Sie kommt aus Baden-Württemberg, diese Gruppe, die uns das gezeigt hat, was jetzt gleich kommt, nämlich aus dem Bleichhof bei Nagold. So, und jetzt gucken wir mal, was die für eine Gruppe haben. Ja, und zwar entführen die uns in den Wilden Westen und das zeigen wir euch jetzt. Aber vorher kommt noch der Trailer. Erstmal die Vorstellung, natürlich. Film ab! Jetzt bin ich wieder größer. Ja. So, ja, das war der berühmte Vorführeffekt. Jetzt ist tatsächlich mein Computer abgestürzt. Ja, aber ich denke mal, versuchen wir das einfach nochmal. Film ab. Einen Moment noch. Ja, das war die Gruppe vom Bleichhof in Nagold, die sich gerade vorgestellt hat. Und wie ihr seht, sind das lauter harte Jungs und Mädels aus dem Wilden Westen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir den entsprechenden Film aus der Wildwest-Produktion von Hollywood, Bleichhof Hollywood, auch noch genau hinkriegen. Marc, wie sieht's aus? Was sagt deine Technik? Technik alles klar für Hainun? Alles klar für Hainun. Ja, dann lass sie rauchen. Film ab. Ich hätte gerne 4 Eier. Hier sind Ihre 4 Eier, wie immer von glücklichen Hühnern. Dankeschön. Hier euer Gold. Dankeschön.
Einen schönen Tag noch, Frau von Nagold. Danke gleichfalls. Tschüss. Die war mal wieder so großzügig. Ja, 2 Goldstücke. Also, wir haben auf dem Feld gearbeitet, die Eier verkauft und das Geld verstaut. Und jetzt können wir wieder zum Training. Hi, Leute. Hi. Tommy. I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I hadn't been for Cotton Eye Joe. I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Wir müssen den Sheriff holen! Truppe entkommst du nicht. Runter vom Pferd! Ah, was haben wir denn hier? Stehen geblieben, Freundchen. Aha, wen haben wir denn hier geschnappt? Wanted, dead or alive, Elisa the Kid, Belohnung $50,000. Hey Mädels, das habt ihr wirklich gut gemacht. Guckt mal hier. Unsere Scheune bauen. Ja, endlich. Die 50.000 sind für euch. So, und du? Mitkommen. Ja, liebe Freunde, das waren die Cowgirls von der Bleichow Ranch. Und ich glaube, ihr gebt mir recht, wenn ich sage, das hier durften wir euch nicht vorenthalten. Auch wenn es
keine LM-Gruppe oder Doppelvoltigierer waren, die es eingeschickt haben. Also, soweit zu unseren Teilnahmebeiträgen, die jetzt alle komplett sind. Wie gesagt, auch dieser Bleichhof-Film außerhalb der Wertung, die wir jetzt gleich haben werden. Ihr seht, wenn ihr bedenkt, was wir ausgeschrieben hatten, wir haben gesagt, dass wir für jedes Thema einen Preis vergeben werden, einen Lehrgangspreis vergeben werden für die L-, für die M-Gruppen und für die Doppel. Dann seht ihr, eigentlich kann es hier nur Gewinner geben in diesem Schönfelder Contest und keine Verlierer. Und Gewinner gibt es schon deswegen, weil ihr wirklich super tolle Beiträge geliefert habt. Ihr habt euch eine Menge Zeit genommen, ihr habt wirklich gezeigt, wie es euch ergangen ist, was ihr mit eurer Zeit in Corona angefangen habt. Und das sollte ja auch Sinn und Zweck dieser Geschichte sein. Resi, es gibt Preise. Und ja. Davon habt der Voltigierzirkel ja auch welche ausgelobt. Ja, ja, genau, genau so ist es. Es gibt Preise und zwar wollen wir gerne Lehrgänge als Preise vergeben. Und weil das ja aber in dieser verrückten, speziellen, sehr ungewöhnlichen und äußerst schlecht planbaren Zeit schwierig ist, da jetzt konkrete Referenten und konkrete Termine vorzugeben, haben wir uns innerhalb unserer drei Kooperationspartner, also Stiftung Deutscher Voltigiersport, der Voltigierzirkel e.V. und Marc, haben wir uns überlegt, dass wir das gerne so machen wollen, dass wir die Preise als Lehrgangszuschüsse verteilen. Das heißt, alle Gruppen, die am Schönfelder Contest teilgenommen haben, werden einen Zuschuss bekommen in einer gewissen Höhe, von dem sie sich dann, sobald es eben wieder möglich ist, Lehrgänge durchzuführen, einen Lehrgang organisieren können. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir in jeder Kategorie und in jeder Leistungsklasse die besten Beiträge auszeichnen mit einem Lehrgangszuschuss in Höhe von 500 Euro. Und alle Gruppen, die ebenfalls Beiträge eingereicht haben und aber nicht als beste Beiträge ausgezeichnet werden, bekommen eben trotzdem einen Zuschuss in einer gewissen Höhe. Die genaue Höhe wird dann der Leon gleich nochmal bekannt geben, wenn wir dann jetzt auch Kategorie für Kategorie durchgehen. Wollen wir gleich mit der ersten Kategorie starten, Leo? Das können wir machen, aber vielleicht sollten wir noch zwei Dinge dazu geben. Ja. Denn wir haben außer diesen Lehrgangszuschüssen natürlich auch noch eine Erinnerungsgabe an jede teilnehmende Gruppe. Jede teilnehmende Gruppe erhält einen Voltiped-Bezug von der Stiftung Deutscher Voltigiersport. Das kennt ihr schon, wenn Gruppen dabei waren beim L- oder beim M-Pokal des letzten Jahres. Dort wurde das als Pferdepreis ausgegeben. Einen solchen Pad-Bezug bekommt ihr. Auf jeden Fall schon einmal. Und damit wir auch noch klären können, was die Gruppen bekommen, die jetzt nicht den ersten in Anführungszeichen Preis gemacht haben. Auch die bekommen einen Zuschuss zu einem Lehrgang und der wird sich dann auf 200 Euro belaufen. Also es gibt hier wirklich keine Verlierer. Das sind erstmal die Preise, die es zu vergeben gilt. Marc hat noch einen zum Draufsetzen, stimmt's? Ja, das stimmt. Ich gebe auch für jeden Beitrag, der eingesendet wurde. Ihr habt euch alle sehr viel Mühe gegeben, sehr viel Zeit investiert und denke ich, war auch ganz gut für den Gruppenzusammenhalt, mal sowas zu machen. Für jeden Beitrag gebe ich einen Gutschein für meinen Online-Shop in Höhe von 100 Euro dazu. So, jetzt soll ich sagen, das hätte sich nicht rentiert, hier mitzumachen. Ich glaube, das kann man schon mal vorneweg sagen. Davon, dass alle viel Spaß dabei hatten und dann gibt es noch etwas dazu als kleine Draufgabe, dann ist das, denke ich, für alle eine Sache, die sich gelohnt haben sollte. Ich hoffe, ihr werdet euch freuen. Mhm. Ja, wir haben Folgendes an Preisen zu vergeben. Dazu sollte man erst mal sagen, dass unsere Jury aus 9 Mitgliedern bestand und alle 9 Mitglieder haben sich die Beiträge unabhängig voneinander in eine Reihenfolge gebracht, in eine Kategorienreihenfolge gebracht, sodass wir also 9 Ergebnisse hatten und die 9 Ergebnisse wurden dann zu einem Endergebnis verrechnet, wobei man sagen muss, eigentlich waren sich tatsächlich alle sehr einig in ihren Rangfolgen, die sie gebildet haben. Das schon mal vorneweg. Ja, also, und in diesen 3 Themen gibt es folgende Ergebnisse. Wir haben zunächst einmal beim Thema 1
Das ist das Thema Gemeinsam sind wir stark, unser Ziel für dieses Jahr. Bei den L-Gruppen einmal einen Lehrgangszuschuss in Höhe von 500 Euro für die Gruppe aus Weimar. Herzlichen Glückwunsch. Yeah, wir denken uns den Applaus und den Jubel. Den gibt es natürlich jetzt nur für uns online, wenn wir uns ihn selber weitergeben, denn ihr seid ja leider nicht dabei, wie es das normalerweise beim Turnier wäre. Für die M-Gruppe Schimmelhof 1 gibt es ebenfalls zu diesem Thema einen Zuschuss von 500 Euro zu einem Lehrgang für euch. Auch für euch. Herzlichen Glückwunsch. Fantastisch, fantastisch. Super, super. Das ist also der Preis, die Preise, die von der Stiftung Deutscher Voltigiersport vergeben sind. Und jetzt gehen wir zum Thema 2 an Resi weiter, denn das ist euer Thema. Vielen herzlichen Dank, schreibt jemand im Chat. Ja, sehr gern, sehr, sehr gern. Also wir vergeben gern Preise, wir mögen das. Genau, das war das Team vom Schimmelhof, die sich gerade ganz herzlich bedankt haben. Das freut uns natürlich. Genau, Themenkategorie 2. Das war das Thema gemeinsam mit dem Pferd, unser Pferd im Mittelpunkt, alle für einen. Und da haben wir als Voltigierzirkel uns dazu bereit erklärt, da die entsprechenden Lehrgangszuschüsse zu stellen. Und diese Lehrgangszuschüsse in Höhe von 500 Euro gehen zum einen bei den L-Gruppen an das Team aus Weilburg. Ganz herzlichen Glückwunsch. Applaus, Applaus, Applaus. Juhu, juhu. Bei den M. Stellt euch einfach eine Halle vor mit 500 Leuten oder mit 1000 Leuten, die alle. Ja, genau so, genauso soll das sein. So. Bei den M-Gruppen wird sich das Team jetzt gleich doppelt freuen, weil die sahnen dann natürlich auch doppelt ab, denn auch hier geht der Lehrgangszuschuss in Höhe von 500 Euro an das Team Schimmelhof 2. Herzlichen Glückwunsch! Yay! Jetzt kommt bestimmt gleich nochmal ein viel fetteres Dankeschön im Chat. Und bei den Doppeln bekommt den Lehrgangszuschuss in Höhe von 500 Euro das Doppel aus Dinkelbühl-Lohe. Herzlichen Glückwunsch! Yeah. Wunderbar! Ja, das war ja das zweite Thema und das war gesponsert vom Voltigierzirkel. Genau, und an der Stelle noch ein ganz kurzer Einschub. Wir bedanken uns nämlich in dem Zusammenhang auch ganz herzlich bei Ralf Dieterle, der uns für diese Bezuschussung auch unterstützt. Und da wollen wir uns an der Stelle auch nochmal ganz herzlich bedanken. Ja, ohne Sponsoren läuft solche eine Veranstaltung einfach nicht. So ist es. Und deswegen Thema 3, die Preise wieder von der Stiftung Deutscher Voltigiersport. Kreativ sein als Gruppe. Ideen haben wir immer. Und wie ihr gesehen habt, gab es eine Menge guter Ideen. Bei den L-Gruppen geht der Lehrgangszuschuss in Höhe von 500 Euro an die Voltigiergruppe aus Münsingen. Herzlichen Glückwunsch! So, aber das heißt ja nicht, dass der Zweitplatzierte da leer ausgeht. Der Zweitplatzierte, das war Roggenburg. Und Roggenburg bekommt natürlich seine 200 Euro als Zuschuss. Also auch ihr geht nicht leer aus dabei. Herzlichen Glückwunsch. Fantastisch. Fantastisch. Und wir kommen zu den M-Gruppen. Bei den M-Gruppen geht der Preis an die Mannschaft aus Dinkelsbühl-Lohe für ihren Beitrag. Auch hier die 500 Euro für den Lehrgangskostenzuschuss. Genau, und auch da werden und wir an dieser Stelle, an dieser Stelle auch ein ganz großes Dankeschön, dass ihr Splitscreen verwendet habt, anstatt nur Hochkant-Video zu machen. Das gefällt mir sehr gut, diese Lösung. Also hier spricht unser Videospezialist und Techniker, der natürlich sich ein bisschen auch um die Schnitttechnik und solche Sachen gekümmert hat. Danke, Marc. Und natürlich bekommt die Gruppe aus Wedemark ihren Zuschuss in Höhe von 200 Euro für einen Lehrgang mit dazu. Auch ihr herzlichen Dank an euch, was ihr für einen tollen Film gebracht habt. Dankeschön. So, das waren unsere ganzen offiziellen Lehrgangspreise, die wir vergeben. Ja, nicht zu vergessen, uns hat der Beitrag aus dem Wilden Westen vom Bleichhof in Nagold super gut gefallen. Und wir haben gedacht, wir haben ja uns ja vorbehalten, dass wir auch Sonderpreise vergeben können. Und selbstverständlich gibt es hier einen Sonderpreis für dieses tolle Video, was ihr eingereicht habt. Außer Konkurrenz, wie gesagt, aber ein super motivierendes Thema mit viel Liebe und Aufwand gestrickt, wie wir denken. Also auch für euch gibt es einen Sonderpreis für einen Lehrgang.
Also, ganz herzlichen Glückwunsch und Dankeschön für dieses unterhaltsame Video. Yeah! Yeeha! Super! So, wir haben uns auch entschlossen, in dem Publikumsvoting, wo es um einen noch nicht genannten Sonderpreis geht, den werden wir auch erst verraten, wenn es soweit ist, wenn wir ein Ergebnis haben, da würden wir euch gerne auch diesen Film vom Bleichhof mit anstellen, denn das ist ja eine offene Kategorie, das Publikumsvoting. Hier geht es nur darum, was hat euch am besten gefallen, was hat euch am meisten zugesagt, am meisten unterhalten, am besten angesprochen. Und da sollten wir so einen Film nicht außen vor lassen, deswegen nehmen wir ihn ins Publikumsvoting gerne mit hinein. Ja, soweit zum Ablauf und zu den Lehrgangspreisen. Kommen wir mal dran zu hören, wie das denn weiter abläuft. Marc, ich gebe mal an dich weiter. Du hast noch einige Erläuterungen zum weiteren Verlauf. Ja, zum Thema Publikumsvoting, da werde ich nachher auf meinem YouTube-Kanal, und zwar im Community-Tab, eine Umfrage starten mit allen 11 Beiträgen, die uns eingesendet wurden. Jeder von euch darf einmal abstimmen und das Video, das euch am besten gefallen hat, dann auswählen. Und die Abstimmung wird noch laufen bis nächsten Sonntag, Mittag, High Noon. Und danach um ca. 15 Uhr werden wir dann wieder live gehen, hier in dem Format mit diesen selben Fenstern, die ihr gerade seht. Und werden dann nochmal ein bisschen Resümee passieren lassen, wie die Show gelaufen ist, was man besser machen kann beim nächsten Mal, wie es bei euch angekommen ist. Da möchte ich euch auch ganz herzlich bitten, schreibt gerne in die Kommentare unter das Video, was euch gefallen hat, was wir besser machen können. Kritik, positive, negative, konstruktive hauptsächlich. Bitte in die Kommentare und auch gerne auf Facebook. Da habe ich ja den Beitrag auch auf meiner Facebook-Seite geteilt. Da könnt ihr gerne auch kommentieren. Und wir sprechen dann nächsten Sonntag darüber und stellen dann auch die Ergebnisse des Publikumsvotings vor. Und natürlich da verraten wir dann auch den Preis, den es dafür zu gewinnen gibt. Ja, vielen Dank, Marc. Ansonsten 8.11., Sonntag 8.11., 12 Uhr, High Noon, Ende des Publikumsvotings. Bis dahin ist die gesamte Aufzeichnung der heutigen Sendung, Marc, wie du sicherlich schon vorbereitet hast, online weiter zu sehen. Natürlich, das Video wird dann weiterhin zu sehen sein und könnt euch die Beiträge dann alle gerne nochmal anschauen. Super, also es wird bestimmt noch eine spannende Runde werden diese Woche. Ja, soweit, so gut mit dem Schönfelder Contest. Wir hatten einen Anlass für das Ganze, nämlich die Corona-Pandemie und die Probleme, die unsere Gruppen mit dieser gesundheitlichen Herausforderung haben. Wir hatten uns erhofft, dass nach diesem Sommer das Ganze ein bisschen einfacher wird. Aber wie man jetzt gerade sieht, es wird nicht einfacher. Im Gegenteil, es geht wieder in die gleiche Richtung wie im Frühjahr und wahrscheinlich wird es uns den ganzen Winter weiterhin so begleiten. Also, wir werden weiter kreativ bleiben müssen und wir werden auch weiter Vorsicht walten lassen müssen. Risi, du, aus deiner Sicht, was kann man Ihnen empfehlen? Ja, also ich würde auf jeden Fall empfehlen, schaut euch den Schönfelder Contest in der Aufzeichnung nochmal an, schaut euch die Beiträge nochmal an, lasst euch von den Ideen auf jeden Fall inspirieren. Es war ja doch einiges dabei, was man sicherlich auch jetzt in den nächsten Wochen und Monaten ganz gut anwenden kann. Ich sage nur Klopapier-Challenge und Co. Das wird uns sicherlich wieder erwarten und ich hoffe da einfach, dass wir mit dem heutigen Nachmittag wirklich ein paar gute Anregungen und Inspirationen mit euch teilen konnten, die euch dann hoffentlich in den nächsten Wochen auch so ein bisschen tragen und dafür sorgen, dass ihr die Liebe zum Voltigiersport weiterhin pflegt und aufrechterhalten könnt. Danke, Resi. Das Problem, das wir hatten, war im Endeffekt ein turnierfreies Jahr. Und das war herb und bitter für alle von uns. Manchmal vielleicht sogar zugunsten unserer Voltigierpferde, die mal Zeit hatten, etwas durchzuschnaufen, die mal mehr im Mittelpunkt standen, vielleicht etwas intensiver trainiert werden konnten. Vielleicht ging es dem ein oder anderen Pferd damit ganz gut und es hat wieder Kräfte getankt. Aber natürlich ist das nicht alles.
Es geht auch um unsere Gruppen. Und ihr draußen, ihr habt alle ein hartes Jahr hinter euch gebracht. Ihr musstet verzichten auf Turniere, auf alles, was man gemeinsam machen könnte. Aber ihr seid kreativ geworden und habt nach Auswegen gesucht. Der nächste Winter, da sind wir gespannt, ob ihr neue Ideen bringt, ob ihr euch da ganz und klar darauf einstellen könnt. Worauf ihr euch verlassen könnt, ist, wenn es in irgendeiner Form möglich ist, dann werden wir im nächsten Jahr dafür sorgen und versuchen dafür zu sorgen, dass es wieder Turniere gibt, in welcher Form auch immer. Wir werden kreativ sein müssen in alternativen Angeboten, was die Turniere angeht, immer angepasst an die jeweilige Corona-Situation. Aber eins ist sicher, wir werden alles dran setzen, entsprechend der gesundheitlichen Vorgaben Möglichkeiten zu suchen, dass es wieder Turniere gibt, in welcher Form auch immer. Aber ein weiteres Jahr ohne Turniere, das würde hart werden für unseren Sport. Und ich glaube, da sind wir uns allesamt einig, das ist wichtig, dass wir das beherrschen und vermeiden können, dass wir im nächsten Jahr wieder in irgendeiner Form gemeinsam aktiv werden können. Und das wünschen wir euch und uns. Ja, bleibt mir nur zu sagen, bleibt gesund und munter und werdet aktiv. In diesem Sinne, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen aus meiner Seite. Prisi, ich übergebe nochmal an dich. Ja, ich bedanke mich natürlich auch im Namen des Volti-Zirkels nochmal bei allen, die zugeschaut haben, bei allen, die mitgemacht haben und bei allen, die einfach dafür Sorge tragen, dass die Motivation weiterhin so hoch bleibt, wie sie sein soll. Und ich bin schon gespannt, was uns in den nächsten Wochen wieder auf Instagram und Co. so an tollen Challenges und Aktionen erwarten wird. Ich bin da sehr gespannt. Und verabschiede mich und übergebe finally an den lieben Marc. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen, die Art und Weise, wie wir die Videos präsentiert haben. Sorry für den einen oder anderen Wackler oder technischen Fehler. Das ist live, das passiert einfach. Und ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Ja, nehmt an dem Zuschauervoting teil, schreibt eure Kommentare, wie es euch gefallen hat, was wir besser machen oder anders machen können. Ansonsten bleibt mir auch nur zu sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Und in diesem Sinne, allesamt, tschüss zu Hause, viel Spaß weiterhin und haltet euch munter. Ciao. Tschüss.